Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. So, eine weitere Folge Demon's Souls und in der letzten Folge haben wir den Durchdringer besiegt. Zusammen mit jemandem, den wir in einem Gefängnis gefunden haben, der uns dann geholfen hat. Erst war ich ein bisschen enttäuscht, dass er uns gar nichts für uns hatte. Aber im Endeffekt ich kann euch Waffen hat er das sehr cool gemacht, denn er hat uns alles, ja, alles gegeben, beziehungsweise hat alles gegeben, um den Durchdringer zu besiegen, denn da hat er uns unterstützt, was ziemlich cool war. Ihr strebt nach der Macht. Jetzt strebe ich. So, wir müssen auch mal gucken, was wir hier was machen. Schlüssel des Lebens, etwas. Seele der Verlorenen aus ihrem Gefäß entnommen. Gewährt eure Stärke. Ist eigentlich komplett egal, was ich nehme. Weil ich Beweglichkeit nehme? Oder? Die Welt geheilt werde. Oder? Beweglichkeit? Kommt das Gleiche raus. No. Gut, machen wir Stärke, Stärke. Vitalität? Ein bisschen mehr vielleicht? So ein bisschen mehr Leben haben? Das machen wir jetzt einfach mal. Los geht's. Gut. Wir haben ja noch ein paar Seelen, die können wir hier auch mal aufopfern. Mal gucken, wie viele Seelen ich noch habe. Ich weiß nicht, wie viele ich habe. Ich muss mal kurz gucken. Möge eure Stärke die Welt heilen. Das haben wir doch eingesammelt hier, oder nicht? Wir haben noch die Dämonenseele vom Durchdringer. Die wollen wir auch mal benutzen. Und dann kann sie uns doch nochmal helfen. Dann berührt den Seele so. Des Geistes, Schlüssel des Lebens, Äthers. Seele der Verlorenen aus ihrem Gefäß entnommen. Gewährt eure Stärke, auf dass die Welt geheilt werde. Eigentlich brauchen wir das gar nicht. Auf dass so. Die Welt geheilt werde. Klingt doch gut. So. Noch ein bisschen stärker gemacht. Seid gut. Fertig? Ja, das bin ich. Und jetzt gehen wir hier nochmal rein. Der Königsturm. So. Mal sehen, was dahinter kommt jetzt. Bin gespannt schon so ein bisschen. Ich glaube, den Durchdringer hätten wir wahrscheinlich auch so geschafft. Irgendwann. Aber gut, dass wir es so gemacht haben. Okay, ist so viel Schrott, da muss irgendwie ein Mensch dahinter liegen. Hier nicht. Tatsächlich liegt hier gar nichts. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. So, was sagen die hier? Ich stecke jetzt Schwierigkeit. Bitte. Oh! Okay, sind das zwei Bogenschützen. Der lebt davon. Nicht mehr lange. Liegt ein cooler Drache. Ich hab grad uns auf. Nehmen wir mal einen hier. Seele eines berühmten Kriegers. Seele eines berühmten Kriegers. Okay, diese da in Rot, die sind immer sehr, sehr stark, ne? Die schaffen wir doch gar nicht. Ist die Frage, ob wir da hin müssen. Oh ja. Müssen wir weiter hier nach hinten? Müssen wir weiter hier nach hinten gehen? Weil wenn, er soll er hier gegen mich kämpfen. Schwarze Phantome. Was ist denn, was hat das denn vor sich mit diesen schwarzen Phantomen? Das weiß ich irgendwie immer noch nicht. Oh. Okay. Das ist ja uncool. Okay, das ist auch sehr flink, muss man sagen. Aber geht immer zurück hier, ne? Das ist ja cool. Dann komm her, du. Hä?
Okay. Fieses Teil. Komm her, du Affe. Jetzt geht er wieder zurück. Das ist ziemlich cool. Bringt das was eigentlich, die Phantome zu killen? Wow, das gibt auf jeden Fall Durchdringerschwert. Wollen wir nochmal angucken. Ja, okay. Crank! Ja, gab es richtig viele. Wie nennt sich das? Ja, verstehe. So, sollen wir den einen auch mal locken hier? Den da hinten? Na, wir wollen ja nur den. Oh! Oh! Alter! Weg, weg, weg! Okay, der schießt ja richtig schnell. Wie können wir denn gegen die Phantome angehen? Das weiß ich gar nicht irgendwie. So. Seelenzeichen berühren. Ach, da kann man jemanden holen, der uns einen hilft, ne? Lass uns das einfach mal machen. Wir schwimmen mal, der soll uns mal helfen mit dem Phantom da hinten, weil einen haben wir gekillt, weil ein anderer Phantom soll auch uns ruhig helfen. Gib mir nicht weiter. Wenn er Bock hat. Oh, schade. War aber nix. Ja, los. Was kann man gegen ihn machen? Oh. Der hat mich einfach gekillt. Ah, wie scheiße ist das denn? Okay, ich hätte wahrscheinlich keine Leute hier reinholen sollen. War natürlich dumm von mir. Kann er mir meine ganzen Seelen klauen jetzt? Wahrscheinlich, ne? Das war ja behindert. Na gut. Hab ich Pech gehabt. Ne, die Seelen sind da noch. Seelenzeug, das ist schon mal gut. Okay, das heißt, wenn ich Leute zur Hilfe holen kann, dann kann ich leider auch. Na gut. Hey, wo ist sie hin? Ach, da ist sie jetzt, okay. Oh. Na, kommt schon andere. Wer kommt der rote Ritter hierher? Bis hierhin? Kommt er. Ah, da ist natürlich. Super getroffen. Ah ja, doch eine fette Waffe da. Aber ich versuche mal hier hin zu locken. Ich können wir ja hier irgendwie. Okay.
Ja, nicht so gut. Oh, Alter. Warte mal. Kann ich auch wieder hier hinlocken so? Und die einen kalt machen? Man weiß es nicht, ne? Das klappt genauso wie beim anderen. Perfekt. Wir müssen uns nur den Bogenschützen danach kümmern. Aber jetzt müssen wir erstmal die killen hier. Und die sind auch immer gleich verschwunden dann, ne? Das ist ziemlich gut. Wow, da haben wir Glück gehabt. Okay, da müssen wir uns rantasten so ein bisschen. Aber nochmal hole ich mir keinen dazu, wenn er dann so ein Spasti kommt, der uns auch killt. Das ist natürlich blöd. Ja, die kann auch so killen, ne? Ist ja Quatsch, die jetzt einen Bogen zu killen. Kurz heilen. Ich muss ihn leider töten. Also. Obwohl, ne, muss ich gar nicht. Ich kann auch hier mit hinlaufen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall noch was eingesammelt. Das war natürlich nicht schlecht. War jetzt auch gar nicht mein Plan, aber immerhin. So, jetzt müssen wir gucken, ob wir ihn da irgendwie bei Fuß bekommen. Okay. Das gibt's doch gar nicht. Alter, wie haut der immer so hart zu? So ein Schweinehund. Ich muss auch den Konter noch ein bisschen besser können, irgendwie. Ich kann immer die Sachen von den Leuten einsammeln hier. Mit zu weit da vorne hin, da brauchen wir nicht hinlaufen. Wer denn da? Will er hierher kommen? Oh. Okay, das sollten wir vielleicht nicht machen. Und los geht's. So, bekämpfen wir ihn nochmal hier. Versuch es nochmal. Wenn ich Glück habe, klappt das mit der gleichen Taktik wie beim anderen. Und dann ist sie da hinten eigentlich nicht so das Problem, glaube ich, wenn man dich rankommt. Aber müssen wir mal abwarten. Er hat bloß so harte Attacken, da müssen wir schon aufpassen. Wie können wir ihn da aus dem Schild rauslocken, ne? Steht eigentlich hier? Hallo. Oh. Nein, wieso trifft er mich immer so hart?
Ich schieße doch genau auf seinen Kopf eigentlich, ne? Warte mal. Soll ich da rankommen? Dreh dich einmal um. Wie treffe ich ihn denn nicht? Dreh dich. Ich treffe ihn echt nicht. Aber vielleicht kann ich ihn ja hinterrücks gleich umhauen, wenn er weggeht. Warte mal. Das gibt's doch gar nicht. Oh, das war gut. Oh, da hätte ich ihn gerade schnappen können, ne? Da hätte ich ihn beinahe genommen können. Oh, oh. Och, das gibt's doch gar nicht. Mann, ey. Wieso kann ich die denn nicht töten? Die Affen. Das sammeln wir kurz ein. Dann gehen wir kurz unsere Waffe reparieren. Ich muss da ja vorbei an denen, ne? Geht ja nicht anders. Warte mal, du kannst mir... Ihr Strick. Dann die Seele des Geistes, Schlüssel des Lebens, Äthers. Seele der Verlorenen aus ihrem Gefäß entnommen. Ja. Bewährt eure Stärke. Oh, kann er meine Waffe überhaupt heile machen mit den wenigen es Seelen, die ich habe? Mit euren Seelen. Nein. Man braucht richtig viel. Okay. Hätte ich mal gerade die Seelen nicht alle rausgegeben? Na gut. Kein Interesse, hä? Nee. Ich sehe schon, ihr haltet nicht lange durch. Wir haben noch so einen Wettstein. Vielleicht können wir das damit machen. So. Sie ist immer noch doll beschädigt, die Waffe? Ja, scheiße. Die muss auf jeden Fall repariert werden. Wo kriegen wir jetzt aber so viele Seelen her? Bum, 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 bum. Auch nichts verkaufen hier von der Scheiße. Ach doch, mal Seele des berühmten Kriegers. Wie viel sind das? Wow, reicht das für die Reparatur? Ich weiß es nicht. Lass mal gucken. Ich kann wollte haben. Yes! Reparier mal. Bleib bloß am Leben. So, unsere Waffe ist wieder heiler. Yes. Gut. Dann gehen wir nochmal dahin. Probier das Ganze nochmal. Alter, ich habe gar nicht gedacht, dass ich noch ein paar Seelen hatte. Sehr gut. Okay, er kommt schon angelaufen. Gut, dann müssen wir mal gucken, wie wir den killen. Ich weiß es immer noch nicht. Aber irgendwie kriegen wir es hin. Er braucht ja eh noch ein bisschen, bis er hier ist. Was habe ich denn hier noch so? Kommt er schon? Da ist er. Okay, gucken, vielleicht können wir ihn ja mit diesem geheimen Wurfdolch ein bisschen beikommen. Geht er wieder zurück? Oh, scheiße.
Okay, die habe ich zweimal getroffen. Okay, die bringen nicht so viel. Die haben wir auch nur einmal getroffen, ne? So, warte mal. Okay, hier konnte er mich auch treffen. Ach, hier war das Schild. Scheiße. Mist. Ich muss früher werfen. Yes. Und ich werfe jetzt einmal die Dolche in ihn rein. Ist mir egal, wie lange das dauert. Finde er uncool wahrscheinlich, aber ich auch. Fünf Stück haben wir noch. Den Kampf scheue ich so ein bisschen gegen ihn. Weil er echt gut ist. Also einfach nur, weil es hart ist, gegen ihn zu kämpfen, finde ich. Oh, ein bisschen langweilig, gebe ich zu. Nein! War zu spät. Dann müsste das mit den Bögen doch eigentlich auch gehen. So, mal gucken, ob wir den Bogen auch hinkriegen. Ja, okay, dann machen wir das doch so. Gerade eben ging das ja nicht, aber jetzt, dann ist es einfacher, glaube ich. Weil dann kämpfe ich nicht gegen ihn, wozu? Ist ja Quatsch. Und hier haut er mich anscheinend nicht. Verschwinden noch ein paar Pfeile, aber was soll's. Einmal besiegt sind die ja weg, das ist schon mal gut. Komm, noch fünf Schüsse, vier Schüsse, fünf Schüsse. Oh, noch vier Schüsse, glaube ich. Was für ein langweiliger Kampf. Das gebe ich zu, der ist wirklich langweilig. Aber wenn man den so besiegen kann, warum nicht? Ganz ehrlich, sie da hinten wird es schwierig genug werden. Danke. Turmschild, okay. So, jetzt müssen wir uns da zu ihr durchkämpfen. Hier müssen wir, glaube ich, nur rankommen, ne? Ich glaube, die ist gar nicht so flott mit ihrem... Oh, warte mal. Okay, müssen wir rankämpfen, glaube ich. Jetzt haben wir sie im Visier. Okay, die hat trotzdem ganz schön Kraft. Oh oh. Schießt sie mir einen dummen Pfeilen. Da, du blöde Kuh. Ah. Was hat sie? Einen coolen Bogen? Weißer Bogen.
Ich dachte jetzt, ey, hier kommt der ganze coolen Bogen und die hat irgendwie doch was Cooles. Warte mal. Weißer, aber was brauche ich denn dafür, einen weißen Bogen? Attribute II. Okay, ich brauche 24. Okay. Bringt es noch nicht so viel? Na gut. Aber wir haben zumindest was eingesammelt. So. Ich bin über 9000 Mal gestorben. Das ist ganz schön viel. Wir jetzt nicht, aber schon etliche Male. Wir gehen erstmal hier rein. Ich höre doch hier so ein Glitzerding da oben. Hartsteinklumpen, yes! Jetzt können wir unsere Waffe aufrüsten. Alter, wie gut ist das, dass wir das hier noch gefunden haben. Wisst ihr was, das machen wir sofort, denn wir haben so viele Seelen. Bevor wir hier weitergehen, rüsten wir unsere Waffe noch auf. Die müssten ja weg sein gleich, ne? Die kommen nicht nochmal wieder. Das ist doch super für uns. Perfekt. So. Aber zurück zum Nexus! Dankeschön, Alter! Jetzt freue ich mich so ein bisschen. So, jetzt mal runter zum Schmied. Sitzt er noch irgendwo da? Ich kann euch Waffen schmieden. Ja, kannst auch kurz reparieren, wenn du willst. Und dann darfst du mir eine Waffe aufwerten, und zwar diese hier. So. Noch mehr aufwerten kann man die nicht. Bleib bloß. Und jetzt will ich nur ganz kurz gucken, was. Nein. Aber der hat 100, macht er Schaden. Aber warum können wir den nicht nutzen? Auch der 24. Guck mal, das können wir ja benutzen. Das ist natürlich der Talisman. CC haben wir. Haben wir denn? Wir haben 19, okay. Gut, das werden wir wohl nicht hinkriegen. Dann legen wir es erstmal ins Waffenlager, den Kram. Ich war krank vor Sorge. Naja, klar warst du krank vor Sorge. So. Ah, hier, die können wir auch mal reinpacken. Dann nehmen wir den Bogen auch rein. Bogenschild weg. Ja, ist aber immer die Frage, was wir hier mit den Schwertern machen, ne? Wir. Kann er mein, in eurer Schuld. Kann er mein ich kann euch Waffen schmieden. Kann er das Ding aufwerten? Ach, ich habe gar nichts, was aufwerten kann anscheinend. Kein gut. Interesse, hä? Nee, das kann wahrscheinlich nur der andere Schmied. Zu dem müssen wir auch nochmal hin. Müssen wir nicht ohne jetzt machen. Zum Glück seid ihr wohl auf. Doch, müssen wir. Wir müssen dann gucken, ob der noch was anderes machen kann. Lass uns einmal zum anderen Schmied gehen. Wo ich das ganze Geld hier ausgebe. Und lass mal gucken, ob der uns was anderes anbieten kann. Kann ja gut sein, dass der irgendwas anderes da hat. Also beziehungsweise die Waffen besser machen kann. Beziehungsweise andere Waffen besser machen kann, weil das kann er hier anscheinend nicht. Keine Ahnung, was wir hier finden, aber achtmal Scharfsteinscherbe. Egal, Hauptsache, ich habe da irgendwas Kledern gehört da. Ach ja, müssen wir auch noch drum mitfahren jetzt. Bis nach unten. Haben wir gut. Jetzt haben wir die Waffe 10. Jetzt machen wir noch mehr Schaden. Ob man die noch höher bekommen kann, das weiß ich nicht. So, da ist er. Also er kann das Drachenlangschwert kann er machen. Mein Streitkolben kann er nicht mehr höher machen. Das ist... 10 ist erreicht, okay. Drachenlangschwert brauchen wir Drachenklumpen für. Ah, okay. Mein Bogen.
Okay, leider kann er nicht so viel machen hier. Aber ich kann mit ihm reden. Vielleicht gibt's ja. Jetzt sagt er mir noch irgendwas. Was eigentlich was Schmieden? Ich hab zu tun. Das Schmieden verstärkt eine Waffe. Erze sind verwandelte Geister. Okay. Na gut, hätte jetzt gerechnet, dass ich vielleicht doch noch irgendwas machen kann. Aber egal. Gibt ja andere Waffen, die wir dann höher machen können. Behaupte ich mal. Oh, hallo. Nee, ich wollte eigentlich wieder zurückgehen. Danke. Wo habe ich gerade raufgedrückt? Ich weiß es nicht. Okay. Ja. Ich hätte jetzt gesagt, dass man die eine Waffe auch stärker machen kann, die ich da eingesammelt habe. Hier ist eine, hier dieses Durchdringerschwert. Das kann man nicht. Aber das Drachenlangschwert, da müssen wir natürlich ein paar Sachen verfinden. Aber das geben wir jetzt erstmal ab hier. Ich war krank vor Sorge. Gut. Was wir noch machen können ist, wir können von ihm nochmal... Ich kann euch Waffen schmieden. Du kannst einmal Ausrüstung reparieren. Oh. Und dann kannst du... Biete das an, aber er kann nur bis 5 das hier machen. Weil dann komme ich hier hin. Was bedeutet das denn da? Das heißt, er kann hier wahrscheinlich nicht weiter hochgehen, ne? Bleib bloß am Leben. Gut, wo ist sie nochmal hin? Sie sitzt da oben, ne? Gut. Schnappen wir noch kurz mit ihr. Dungeon. Seele des Geistes, Schlüssel des Lebensäthers. Seele der Verlorenen aus ihrem Gefäß entnommen. Gewährt eure Stärke, auf dass die Welt geheilt werde. Auf dass die Welt geheilt werde. Das ist schon arschteuer jetzt, die Seelen. Eine Seele kostet so viel. Na gut, wir machen die Beweglichkeit ein bisschen höher. Vielleicht können wir irgendwann die Beweglichkeit so hoch bekommen, dass wir, doch nochmal das Ding da kaufen können. Auf 24, den Bogen benutzen können. Seid ihr fertig? Ja, bin ich. Fix und fertig. So. Hier nochmal rein. Die sind alle weg, jetzt können wir die Wege erforschen da. Fällt mir an, ich wollte ein paar Pfeile bei dem Typen noch kaufen. Kann ich noch schnell? Das mache ich nochmal schnell, Entschuldigung. Geht das schnell? Ist ja eine Wahnsinns-Ladegeschwindigkeit, die PlayStation hat. Also von daher ist es für uns hier überhaupt kein Problem. Ich kann euch Waffen schmieden. Oh. Ja, Pfeile brauche ich. Bleib bloß am Leben. 243 Pfeile, das ist schon mal eine gute Ansage. So, jetzt geht's da weiter in Königsburg. Boah! Ja, gespannt, doch. So ein bisschen zumindest. So, die müssen wir mal wegnatzen da. Das kriegen wir hin. Wir wollten ja rechts gehen, ne? Dann gehen wir auch rechts. So, gut, dass wir den noch wussten. Hartsteinklumpen 3. So, jetzt nur kurz mal überlegen, ob es hier noch andere Wege gibt. Nicht, dass ich hier irgendwas übersehen habe. Ne, dann gehen wir hier hoch. Wovor warnt er mich? Vorsicht, Veteran weiter vorne. Veteran? Da drin, er meint er wahrscheinlich, ne? Wow! Okay, ihn meint er. Müssen wir hier draußen den Gang besiegen, glaube ich.
Wow. Ist da noch einer gewesen? Ich höre doch eine Rüstung hier. Da oben höre ich was. Hier ist sicher, okay. Also oben schießt er mit dem Bogen irgendeiner. Aber hier liegt auch sonst nichts, ne? Na gut, lass mal hochgehen. Okay, Neumondgras gesammelt. Gut, wenn er hochgehen kann, ist natürlich gut. Ist nicht immer so gefährlich, dass man nicht so runterstürzen kann. Oh. Alter, haben wir Glück gehabt. Leider müssen wir jetzt runter und das einsammeln da, so ein Scheiß. Wenn er runtergefallen ist. Nochmal heilen. Ah. Oh, cool. Das ist natürlich super für uns. Wo war der jetzt hoch? Ein paar harte Brocken hier oben, wa? Da ist wieder so ein Heini. Warum soll ich gegen ihn kämpfen, wenn ich auch so killen kann, oder? Oh, wollte mir jetzt irgendwas zeigen? Eieiei, ein Drache! Die sehen so geil aus, die Drachen, finde ich. Ich hab schon was. Macht er mir eine Brücke? Nee. Alter, sehen die cool aus, oder? Ich hätte ihn wahrscheinlich gar nicht killen müssen, den Typen. Hier, Drache, kriegst du von mir raus. Okay, wie viele Pfeile müssen wir reinschießen, bis der tot ist? Der nimmt überhaupt kein Leben weg, ne? Na gut. Ich weiß nicht, was wir hier machen sollen, dann müssen wir mal testen. Hä? Kann man doch gar nicht durchkommen dann. Der schießt ja Feuer bis dahin. Wie soll man denn da durchkommen? Guck mal, ich kann ja. Warte mal. Da ist ja noch was da oben. Sehe ich gerade. Sehe ich jetzt erst. Beinschienen des Blaue gegen Ritter. Das kann man da rein? Ne? Komm nicht. Gucken wir uns die Beinschienen an. Also ich weiß jetzt nicht, was wir da machen sollen. Das ist das Problem. Weil der Ritter, der Drache wird uns da ja einfach verbrennen. Ja, der nimmt da keine Rücksicht auf uns, oder? Wie ist er denn gestorben hier? Ja, ich da oben. Da kann man doch nicht durchlaufen, da stirbt man doch, oder nicht? Ich habe ja hier so einen Ring wegen Flammenresistenz, aber das bringt es wahrscheinlich nicht so viel, ne? Weil das sind keine Flammen, das ist ja eine ganze Lava-Kuhle, die da rausballert. Zeit für Schießen. Oh! Ja, versuchen wir mit unseren Pfeilen ihn abzuschießen. Okay.
Bringt doch gar nichts. Ich hab nur noch 200 Pfeile. Also es ist schon was weg, wie man sieht, aber... Anderes machen hier? Sollen wir ihn so killen? Ich habe einen schlechten Bogen wahrscheinlich. Das kann es ja nicht sein, das ist ja Quatsch. Können wir da durchlaufen? Du musst testen? Aber der ist so schnell, oder? Ja, machen wir, pass auf. Hier ist sicher. Okay. Testen wir mal. Tatsächlich. Wir müssen hier laufen, glaube ich. Ach, Mann. Okay, aber man kann durchlaufen bis dahin und dann muss man da aufpassen, dass der nicht normal erwischt, ne? Eigentlich könnten wir ja, bevor wir da reingehen, wir könnten auch mal links gehen kurz. Also wir kommen mal rechts irgendwie gerade. Sterbe ich auf einen Drachen, aber hier links haben wir noch gar nicht reingeguckt. Können wir mal machen. Liegt nur was? Achso, okay. Und mehr ist hier nicht? Okay. Ist gestorben, ja. Na gut, viel ist hier nicht. Dann gehen wir halt hier weiter. Also, was machen wir da bei dem? Wir müssen irgendwie an dem vorbeikommen. Okay, der kommt gelaufen. Aber der stirbt doch jetzt gleich, oder nicht? Okay, wir sind auf jeden Fall hier rüber gekommen, ohne zu sterben. Was der Sinn war, weiß ich nicht. Aber wir sind schon mal drüben, das ist schon mal gut. Hier unten ist nichts, ne? Können wir uns da hintergehen, oder? Oh, was macht er? Oh nein, schnell weg.
Ich habe keine Ahnung, was er macht. Er killt irgendwas da drüben. Ach, da ist er jetzt. Hier ist sicher. Nee, Abkürzung voraus. Abkürzung voraus. Gucken wir mal eine Abkürzung. Hä? Wo geht denn das hin? Ach Quatsch, da bin ich hier oben. Ach so, okay. Gut. Trotzdem haben wir dann einen fetten Drachen, an dem wir wieder nicht vorbeikommen. Ich glaube, man muss sich noch ein bisschen an den vorbeisneaken. Kann das sein? Hier unten liegt auch noch einer. Ritterschild und Ritterschwert, okay. Der wird die ganze Zeit getroffen, der wird nicht. Kann man ihm reden? Hilfe? Ja. Ja, mach ihn kalt denn. Da bringt er ja nichts. Was macht er denn da? Er kippt doch die ganze Zeit nur um. Wie soll man den denn killen? Ich guck mal, ob hier noch irgendwas gibt. Ne, hier gibt's keine Abkürzung. Hä? Kann man sich denn irgendwo hier verstecken? Ne, kann man doch gar nicht. Also man kann durchlaufen wahrscheinlich. Aber er ist ja hartnäckig da unten. Was sagt er denn hier bei den Nachrichten? Okay. Den muss man ja gar nicht killen, ich weiß nicht. Oh, ihr seid es. Mein Vater ist dort. So etwas Ähnliches zumindest. Ein Dämon in seiner Gestalt. Zu Beginn meiner Mission wollte ich meinen Vater verstehen. Ihn wieder auf den richtigen Weg zurückbringen. Es war wohl alles umsonst. Bitte tötet meinen Vater. Was? In diesem Zustand bringt er dieses Land nur in Gefahr. Der Schlüssel öffnet Proletarias Mausoleum. Im Mausoleum liegt meines Vaters Schwert, Dämonenbrand, Zwilling von Seelenbrand. Nehmt es und bereitet seine Irrsinn ein Ende. Okay. Er stirbt jetzt? Schade. Was steht da? Danke. Ich will gucken, also der Typ da unten, der stirbt jetzt langsam. Kann ich mit meinen Bogen noch? Nicht killen, ne? Das dauert einfach Jahre. Also, hier muss man auf eine andere Art killen irgendwann, glaube ich. Noch irgendwas? Mein ganzes Joypad hier vibriert wie sonst was. Und der da draußen sein Feuer spuckt. Natürlich ziemlich cool ist, aber trotzdem. Auf der anderen Seite hier ist da noch irgendwas? Guck mal. Okay.
danke fürs Lesen. Ach Mann, findest du dumm so, also dass einige so blöde Tipps da reinballern ins Spiel, die man für nichts nutze, also die wirklich für nichts nutze sind. Fein seltsame Art voraus. Danke, Drache. Eigentlich wollte ich nur mich heilen, aber so geht's auch. Runenschild und Runenschwert. Okay. Und das Runenschild? Ah, okay. Los geht's. Lebe wohl? Warum? Böse. Versuche es mit Feuer. Ich hab nichts mit Feuer. Oder habe ich noch irgendwas, was ich Feuer übergießen kann? Terpentin habe ich nicht mehr, ne? Nee. Okay, aber wir müssen das da hinstellen. Oh Gott, es kommt schon wieder ein Boss. Ich bin so unvorbereitet wie eh und je. Ich dachte, ich könnte erstmal das Schwert holen da. Anscheinend kann ich es noch nicht holen. Okay. Es geht ganz schön weit nach oben. Höher als der Drache wahrscheinlich. Okay, ist also direkt zum Boss. Das ist natürlich immer ein langer, ehrlich langer Weg denn. Aber was soll man machen? Zwischensequenz. Da ist er doch. Sieht ganz sympathisch aus. Na, oder auch nicht. Okay, scheiße. Okay. Oh, was soll ich denn? War's wohl. Boah, das war aber auch schon wieder eine lange Session, muss ich zugeben. Also, den müssen wir wohl beim nächsten Mal angehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin erstmal. Tschüss.